But I remembered, because I had just. Aber ich konnte mich daran erinnern, weil ich dieses Wesen gesehen hatte, das wie in Zeitlupe zwischen uns und dem Fernseher aufblitzte. Es war höchstens 3 Meter entfernt, aber ganz deutlich zu sehen. Ich war wie erstarrt. Willkommen zurück bei Exomagazin TV, dem Magazin für Freigeister. Ja, Halloween steht vor der Tür und da können wir doch ruhig mal über ein gruseliges Thema sprechen. Wir haben ja schon von den Untersuchungen auf der Skinwalker Ranch und dem seltsamen Anhalter-Effekt berichtet. Dabei nehmen die Menschen, die ein paranormales Erlebnis hatten, irgendwas mit nach Hause. Und das befällt dann nicht nur sie, sondern auch ihre Familienmitglieder. Poltergeist-Phänomene, schwebende Lichtkugeln, aber es wird auch berichtet von dunklen Gestalten, die über den Betten der Betroffenen auftauchen. Die Zeugen beschreiben diese Gestalten immer auf ähnliche Weise. Sie tragen ein schwarzes Gewand mit einer Kapuze und ihre Gesichter sind nicht zu erkennen. Jetzt das Überraschende daran ist, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die solche schwarzen Gestalten schon mal gesehen haben wollen. Was geht da eigentlich vor sich? Darüber habe ich jetzt mit Tracy Garbett Dolan gesprochen. Das ist die Ehefrau von Richard Dolan und sie ist schon lang an diesem Thema dran. Denn sie hatte selbst einmal eine unheimliche Begegnung mit einem schwarzen Kapuzenwesen. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr, aber es muss zwischen 2006 und 2008 gewesen sein. Ich war bei einer Freundin. Es war schon später Nachmittag, aber wir hatten noch Tageslicht. Wir saßen in ihrem Wohnzimmer auf der Couch und haben uns eine Doku angesehen. Plötzlich war ich, es ist schwer zu beschreiben, was genau passiert ist, aber ich versuche es. Ich war auf einmal wie erstarrt. Und in meinem Kopf hörte ich die Worte, das war eine Projektion vom Fernseher. Aber ich konnte mich daran erinnern, weil ich dieses Wesen gesehen hatte, das wie in Zeitlupe zwischen uns und dem Fernseher aufblitzte. Es war höchstens 3 Meter entfernt, aber ganz deutlich zu sehen. Ich war wie erstarrt und habe innerlich mit mir gekämpft und gesagt, doch, das habe ich gesehen. Und das hat mich aus dieser scheinbaren Starre befreit. Ich habe zu meiner Freundin rübergeschaut und sie sah aus, als wäre sie in Trance. Ich habe ihren Namen gerufen und das hat sie irgendwie aufgeweckt. Als wir darüber sprachen, was gerade passiert war, sind wir beide gleichzeitig aufgesprungen und haben uns gegenseitig gezeigt, wo wir dieses Wesen gesehen hatten. Es stand nicht weit vom Fernseher, direkt in der Mitte und direkt in unserem Blickfeld. Das schien das Ende unserer Erfahrung zu sein. Das ist meine Zeichnung hier. Ich würde schätzen, dass das Wesen ungefähr 2 Meter groß war. Viel höher als ihr Fernseher. Der Fernseher war hoch oben angebracht und wie gesagt, es stand ein paar Fuß davor. Es trug eine Art Mönchskutte, die sehr dunkel war und eine Kapuze hatte. Ich habe daraufhin recherchiert und viele andere Berichte gefunden. Und eine der interessantesten Gemeinsamkeiten ist, dass das Gesicht nicht zu sehen ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Kapuze das Gesicht verdeckt hat. Es hat sich eher so angefühlt, als hätte es kein Gesicht. Das habe ich also gesehen und ich war nicht allein. Wir haben auch nichts getrunken, falls sich das jemand fragt. Das war eine bewusste Erfahrung, die ich zusammen mit einer anderen Person gemacht habe. Also sie hat es auch gesehen. Sie hat es auch gesehen und ich erinnere mich aber besser daran als sie. Wir haben sogar gestern noch darüber gesprochen, um das Datum genauer zu bestimmen. Wir glauben nicht, dass wir es genauer festlegen können, aber gestern hatte sie noch eine Idee, wie wir das vielleicht doch schaffen könnten. But as happens with a lot of people,
We never spoke about it again. Wie viele andere Menschen auch, haben wir jahrelang nicht mehr darüber gesprochen. Nicht, weil wir das so wollten. Es ist eher so, als hätte sich die Erfahrung in meinem Gedächtnis versteckt. Und ich musste mich ganz schön anstrengen, um sie wiederzufinden. Dann habe ich sie angerufen und gefragt, erinnerst du dich daran? Und das tat sie. Seitdem reden wir ziemlich oft darüber. Und ich kann dir sagen, wenn dir so etwas passiert, wirst du in der Literatur nicht viel darüber finden. Es gibt Literatur über Schattenwesen. Dazu kommen wir ja gleich. Aber ich habe nach Menschen gesucht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Und da gibt es viele verschiedene Erfahrungen, die mit Kapuzenwesen zu tun haben. Ja, und es scheint ja eine Menge Leute zu geben, die sie auch gesehen haben. Also das ist nicht nur dir passiert. Ich habe auch schon viele Leute getroffen, die mir ähnliche Geschichten erzählt haben. Sie haben sie in ihren Träumen gesehen oder auch im Wachzustand. Und nun kennen wir ja diesen berühmten Anhalteeffekt aus dem Buch Skinwalkers at the Pentagon. Dieser Effekt hängt irgendwie mit dem UFO-Phänomen zusammen, weil diese Poltergeist-Aktivitäten oft in den Häusern von Leuten stattfinden, die paranormale Dinge erlebt haben. Und das verfolgt sie dann bis nach Hause und dann spukt es nicht nur bei ihnen, sondern es breitet sich auch auf ihre Familienmitglieder und die ganze Nachbarschaft aus. Und das finde ich ziemlich spannend. Genauso spannend wie diesen Artikel, über den wir hier bei der Interviewvorbereitung gestolpert sind, über ein, sagen wir mal, Schattenwesen. Oder wie würdest du sie bezeichnen? Schwarzes Kapuzenwesen? Ja, manchmal nenne ich sie Kapuzenwesen, Gewandwesen oder verhüllte Wesen. Ich habe in meinen Forschungen ein paar Unterschiede herausgearbeitet, über die wir gerne noch sprechen können. Ja, natürlich, dazu kommen wir gleich. Aber vorher möchte ich auf diesen faszinierenden Fall eingehen, den wir hier in der Zeitschrift Liberation Times gefunden haben. Darin beschreibt ein Nukleartechniker grobe Sicherheitsverstöße im Zusammenhang mit UFOs und äußerst seltsamen Ereignissen auf einer US-Atomwaffenbasis. Du hast dir diesen Artikel ja auch angeschaut. Tracy, was ist dort passiert? Was hat der Mann berichtet? Es heißt, er habe ein Schattenwesen gesehen und verfolgt. Irgendwie hat diese Gestalt es geschafft, in eine streng bewachte Militärbasis einzudringen. Derartige Vorfälle mit Schattenwesen wurden schon früher in der Area 2 in Nevada gemeldet. Aber seine Geschichte ist besonders interessant. Sie ist ziemlich unglaublich. Ich lese einfach mal einen kleinen Auszug vor. Das hier ist der Zeuge, Adrian Reister. Genau, und das ist die Skizze, die er von dem Schattenwesen gezeichnet hat. Im Sommer 2006 arbeitete Reister nachts zwischen 23 und 7 Uhr in der Abteilung für Basisunterstützung. Er war allein, während ein Ausbildungsteam in einer separaten Halle an einer Übungsbombe trainierte. Plötzlich hörte er barfüßige Schritte. Nicht das Geräusch von Stahlkappenstiefeln, das er normalerweise hörte. Von da an nahmen die Ereignisse eine seltsame Wendung, wie Reister beschreibt. Das Geräusch verschwand, sobald ich aufblickte und mich im Raum umsah. Da ich nichts sehen konnte, zuckte ich nur mit den Schultern und ging wieder an die Arbeit. Nach ein paar Minuten hörte ich wieder barfüßige Schritte, die sich vom Unterstützungsbereich entfernten. Und dieses Mal stand ich auf, um mich umzusehen. Da sah ich etwas, das ich nur als eine schwarze Masse in Form einer Person beschreiben kann, die etwa 1,80 Meter groß war. Es war kein richtiger Schatten, eher etwas, das leicht verschwommen war und kein Licht reflektierte. Es bog schnell um die Ecke in den Bürobereich der Werkstatt und ich rannte wie ein Verrückter hinterher. Ich rannte den Korridor zu den Büros entlang und suchte alles ab. In diesem Bereich gibt es kaum Möglichkeiten, sich zu verstecken. Nur ein paar Büros und ein Pausenraum. Ich suchte alles gründlich ab, fand aber nichts. I'd been thorough in my search and I ended up empty-handed.
As Reister puts it, nobody enters or exits the base without. Laut Reister betritt oder verlässt niemand den Stützpunkt, ohne durch die vorderen Sicherheitstüren zu gehen. Alle anderen Türen waren in dieser Zeit verschlossen und mit Sicherheitssiegeln versehen, die beim Öffnen einer Tür aufbrechen würden. In diesem Fall werden die Sicherheitskräfte der US-Luftwaffe über den Einbruch informiert. In jener Nacht wurden jedoch keine Siegel gebrochen und es gibt keine Erklärung dafür, wie diese Person die Anlage betreten oder verlassen konnte. Das ist ein hervorragender Fall. Und es heißt, er sei ein tadelloser Angestellter. Allerdings wurde der Fall damals nicht gemeldet, weil es beim Militär bekanntlich eine Mentalität gibt, andere lächerlich zu machen. Oder besser gesagt, dass man Angst davor hat, sich zum Gespött zu machen. Und manche Leute sagen, es ist sehr schwierig, so etwas zu melden, weil man nicht weiß, wie die Reaktion sein wird oder wie man den Papierkram erledigen soll. Es wird also oft verschwiegen. Aber zum Glück spricht er jetzt darüber. Das klingt so, als wäre das nicht der einzige Vorfall gewesen. Das ist eine spannende Geschichte. So, it sounds like it wasn't the only incident. Interesting. Genau, und das ist nicht der einzige Vorfall. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass es auf einem Atomwaffenstützpunkt passiert ist. Und wir wissen ja, dass UFOs sich offenbar für Atomanlagen interessieren. Das ist also nur ein Beispiel. Und ich habe noch ein anderes interessantes Beispiel gefunden. Vor kurzem lief im Fernsehen eine Folge von Ancient Aliens, in der sie über diesen Mann hier sprachen, Albert K. Bender. Er war einer der bedeutendsten UFO-Forscher in der frühen Geschichte des Phänomens. Und er gründete das Internationale Büro für fliegende Untertassen. Das war in den frühen 50er Jahren. Und 1953, so heißt es, wurde er nachts in seinem Schlafzimmer mehrmals von diesen schwarzen Gestalten besucht, die ihn mittels Telepathie davon überzeugten, dass es in seinem eigenen Interesse sei, sich aus der UFO-Forschung zurückzuziehen. 3 Tage lang konnte er nichts essen und er fühlte sich krank. Und wenige Tage später berichtete Bender öffentlich über den Vorfall und gab seine Entscheidung bekannt, das Internationale Büro für fliegende Untertassen zu schließen und seine Zeitschrift Space Review nicht mehr zu veröffentlichen. Und das ist wirklich interessant. Diese schwarzen, schattenhaften Wesen tauchen in seinem Schlafzimmer auf und überzeugen ihn davon, etwas zu tun. Das ist doch ein wichtiges Detail, oder? Er hat diese Wesen nicht nur gesehen, sondern sie haben ihn auch davon überzeugt, etwas zu tun. Du hast ja viele Fälle von schwarzen Kapuzenwesen gesammelt. Hast du auch schon von solchen Interaktionen mit Menschen gehört? In den Fällen, die ich gesammelt habe, kommen solche direkten Kontakte eher selten vor. Ich kann gerne später noch mehr darüber erzählen. Ich würde sagen, ich kenne nur 2 Fälle, bei denen es eine Art Kommunikation gab, aber die waren eher telepathisch. Ich glaube, Nick Redfern hat über diesen Fall berichtet und die Wesen als Men in Black eingeordnet. Ich weiß, darüber wollten wir eigentlich nicht sprechen, aber ich denke, wir sollten es zumindest erwähnen. Das ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber wenn ich mich nicht irre, gibt es 2 Kategorien von Men in Black, die sich manchmal überschneiden. Einerseits beschreiben die Leute physische Wesen, die scheinbar sogar echte Menschen sind. Und dann gibt es noch eine andere Sorte, die sich alles andere als menschlich anhören. Sie sollen fürchterlich stinken, krank aussehen, sehr groß sein und sie reden auch mit den Menschen. Und ich glaube, das Wesen aus Adrian Reisters Fall gehört in diese Kategorie. Aber sie überschneiden sich auch mit den Schattenwesen. In meinen Nachforschungen kommen solche Gespräche sehr selten vor. Und ich kenne keine Fälle, wo jemand bedroht wurde. So etwas habe ich absolut nicht. The one in particular I'm thinking of
Der Fall, an den ich gerade denke, ist das genaue Gegenteil. Er passt nicht zu den anderen Fällen, weil er eine sehr positive und aufbauende Botschaft hatte. Diese Person hat der Menschheit gegenüber eine große Liebe empfunden. Für ihn hat es sich so angefühlt, als solle er herausfinden, wie er andere ermutigen und inspirieren kann, damit sie das Gleiche fühlen können. Das passt also nicht ins Schema. Aber ich halte diese Person für glaubwürdig. Tja, der Geheimdienst hat die schwarzen Gestalten natürlich schon auf dem Radar. Aber, das muss man dazu sagen, das kommt ziemlich selten vor. Und bislang ist niemand zu Schaden gekommen. Trotzdem werfen diese Figuren viele Fragen auf. Wenn es keine reine Einbildung ist, wer sind die eigentlich? Woher kommen die und was haben die mit uns vor? Das gesamte Interview mit Tracy Garbett Dolan seht ihr ab sofort auf Deutsch und Englisch nur bei uns auf Exomagazin TV. Gleich mal reinschauen, dort gibt es hunderte exklusive Videos für Freigeister und solche, die es werden wollen. Also bis gleich auf Exomagazin TV und hier ist erstmal Schluss.